Ich grüße euch. Ich habe mir gerade Final Destination Teil 3 angeschaut und das ist immer noch für mich der beste Teil der Reihe. Teil 6 kommt ja bald raus. Ich kenne ihn noch nicht bis jetzt. Ich kenne 1 bis 5. Teil 3 war der erste Film, der ein bisschen brutaler gewesen ist, weil da der erste gewesen ist, der ab 18 gewesen ist. Die anderen beiden Teile, 1 und 2 ab 16, 3, 4, 5 ab 18. Den Film geschaut und der Film ist immer noch gut, wie gesagt. Und ich finde die Story halt cool, diese Achterbahn, Jahrmarkt und so. Und dieser Film ist einfach nur genial. Ich habe diese DVD-Box davon, Steelbook, richtig cool finde ich die. Vor allem ist die Seitenansicht, Rücksicht. Vor allem dieser Film ist genial, finde ich. Es ist eine Steelbook-Version, die ich habe, diese zweite Special Edition, dass man da aussuchen kann, wie es weitergehen will. Ich habe die Möglichkeit, bei einigen Szenen in dem Film zu entscheiden, was mache ich jetzt, links oder rechts? Grob ausgedrückt so gesehen. Und da kann man entscheiden, wie das anders hätte ausgehen können, dass vielleicht einige überlebt hätten, nicht überlebt hätten. Das finde ich genial. Der Film ist auch lustig teilweise. Der Witzbold der Serie kann man sagen, das Film, Serie, sondern Filmreihe kann man sagen, ist Frankie. Der Typ ist echt krass drauf, finde ich. Und indirekt, man kann ihn indirekt retten, sage ich einfach nur, ich sage nicht was, aber man kann ihn retten so gesehen. Also der Film ist echt cool gemacht. Die Achterbahn ist hammermäßig. Ich finde den Film so cool, die ganze Reihe finde ich cool, dass so ganz Kleinigkeiten irgendwie, so eine minimale Kleinigkeit, Veränderung irgendwie mega Sachen auslösen kann, aus das folgt das, folgt das, folgt das und das dann zum Ende tödlich ist und so. Ich finde es echt, den Film fand ich hammermäßig, immer noch. Ich fand auch cool, die beiden Tussen, kann man sagen, die Sonnenbank gewesen sind und die Pech gehabt haben, kann man sagen. Das war auch cool gewesen. Ich fand auch cool mit diesen Bodybuildern, nur ein bisschen so, sagen wir mal, der nicht nur hier gehen hat, sondern auch da gehen hat. Also so ein typischer Bodybuilder, nicht so eine Rübe drin. Wie gesagt, war auch cool gewesen, wieder so ganz Ende und so. Ich finde die ganze Story, finde ich cool. Teil 3 ist gut besetzt auch, nicht so langweilig. Ich fand Teil 1 und 2 waren auch gut, aber ich fand Teil 3 besser als. Teil 4 war nicht so toll, Teil 5 geht, Teil 5 war noch gut gewesen, Teil 3 ist halt für mich das Highlight der Serie, fand ich. Vor allem die Achterbahn, Jahrmarktmäßig. Und vor allem diese Möglichkeit zu haben, als Zuschauer zu entscheiden, wie geht's weiter? Gehe ich jetzt da lang oder da lang? Das ist schon interessant, finde ich. Das Ende ist auch sehr böse, kann man sagen. Finde ich auch gut. Ich mag so Filme nicht so Happy End-mäßig. Jurassic World, Jurassic Park, jedes Mal Happy End. Ende warum? Ist langweilig, finde ich. Also ich finde das Ende cooler, irgendwie Saw-mäßig, irgendwie Ende mit überrascht und dann, oh mein Gott, es ist ein böses Ende. Finde ich am besten bei dem Film. Wie gesagt, Final Destination 3 von mir 10 von 10 Sterne, weil der Film echt cool ist, finde ich. Also immer noch zeitlos. Von 2006, ein bisschen älter schon, kann man sagen, aber noch gut, ist es bis jetzt der beste Teil der Reihe. Mal schauen, wie Teil 6 wird, aber ich weiß es nicht, wie gesagt. Aber der Film war echt ein Renner gewesen, kann man sagen. Damals, jedes Jahr im Kino, Final Destination Teil, da kam irgendwie Saw hat ihn abgelöst gehabt, als Saw ein bisschen, ist halt so, gibt ja Pi mal Daumen, kann man sagen. Jedes Jahr Halloween nur ein Film, der erfolgreich ist irgendwie. Das war Final Destination, das ist abgelöst worden von Saw. Saw ist irgendwie abgelöst worden indirekt damals, weil die Fans des Horrors ein bisschen so umgeschwenkt sind nach diesem Paranormal Activity Mist. Ich mag das nicht so. Ich habe Filme gesehen, ich fand Paranormal Activity 1 und 2 ganz okay, nur ich fand bei beiden Filmen das Ende total dämlich und blöd. Das ist so wie ein Buch, wenn man ein Buch gelesen hat, Buch ist gut, man liest es weiter und das Ende ist total scheiße, kann man sagen, das Buch war scheiße gewesen. Das ist bei meiner Meinung nach bei den ganzen Paranormal Activity Mist Scheißfilme, finde ich. Das ist meine Meinung. Final Destination war cool, hier mir gewünscht noch Teil 6 gewünscht, der kommt ja jetzt bald raus, nur ein paar Jahre verspätet, kann man sagen. Und Saw 11 kommt auch bald raus, Saw 10 ist das, nicht Saw 11. Und wie gesagt, ich finde gut, in alte Reihen fortgesetzt werden. Chucky ist ja ein bisschen angefloppt, kann man sagen, weil die ganze Story dann geändert worden ist. Aber wie gesagt, alte Horrorfilme sind gut, da aufgelegt zu werden. Deswegen mal schauen, wie Final Destination Teil 6 wird. Sag ich mal, schönen Abend und bis bald. Ciao.